Das Maßnahmenpaket für den Corona-Herbst ist noch nicht auf den Tisch gelegt worden. Doch bereits jetzt bringen sich die politischen Mitbewerber in Stellung von Seiten des grünen Koalitionspartners. Konkret Werner Kogler, der Vizekanzler, heißt es hier, man sei vollkommen einer Meinung. Man stimme völlig überein und es gibt eigentlich keine Differenzen. Eine Differenzierung der Corona-Maßnahmen nach dem Impfstatus, das sei eine ausgemachte Sache und das werde man selbstverständlich tun. Eine breite Zustimmung gibt es ebenso von den ÖVP-geführten Ländern. Hier gibt es unisono eine Zustimmung, beispielsweise vom Vorarlberger Landeshauptmann Wallner. Dieser meint, er begrüße den weiteren Vorstoß und auch die Differenzierung der Maßnahmen. Von Seiten der SPÖ-Landeshauptleute ist hier wenig Zustimmung zu vermerken. Ganz besonders hat sich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig über die Vorgehensweise des Bundeskanzleramtes echauffiert, denn noch vor dem eigentlichen Stattfinden dieser Konferenz, bestehend aus Bundeskanzleramt und den Landeshauptleuten, hat Sebastian Kurz wenige Stunden vor dem ORF-Sommergespräch seinen 5-Punkte-Plan über die Medien kommuniziert. Diese Vorgehensweise sei inakzeptabel, sei nicht abgesprochen und daher werde man ein eigenes, viel größeres Paket in die Besprechungen mit einbringen. Ähnlich sieht es der Kärntner Landeshauptmann Kais auch. Er sagt, es ist nicht das erste Mal, dass, wenn Hilfe benötigt wird, die Landeshauptleute darum gebeten werden, jedoch der Bundeskanzler dann seine eigenen Pläne über die Medien kommuniziert. Von Seiten der FPÖ klassifiziert Herbert Kickl den 5-Punkte-Plan des Kanzlers, ganz besonders die Differenzierung der Maßnahmen abhängig vom Impfstatus, als eine Verzweiflungstat für gebrochene Versprechen. Denn dieser Sommer, der sei kein normaler Sommer gewesen. Von Seiten der NEOS in Richtung der FPÖ heißt es hier beispielsweise von deren Chefin Beate Meindl-Reisinger, dass diese Aussagen Fetzen deppert seien. Der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz forderte daraufhin sofort eine Entschuldigung für alle nicht impfwilligen Bürger. Die Bundesjugendvertretung bittet darum, ganz besonders an die Kinder zu denken, denn diese hätten besonders viel in der Corona-Krise geleistet. Am Mittwoch um 8.30 Uhr ist es soweit, da werden die Landeshauptleute hier im Bundeskanzleramt erwartet und empfangen. Im Anschluss wird man sich zu den Besprechungen zurückziehen und um 10 Uhr, noch vor dem Ministerrat um 11 Uhr, ist ein gemeinsames Pressestatement unter der Beteiligung des Tiroler Landeshauptmannes Platter geplant.